Ja, wenn meine Schüler mich vor 10, 15 Jahren gefragt hätten oder gefragt haben, wie ich die Zukunft der Naturheilkunde, der Heilpraktikerei, der Homöopathie sehe, hätte ich ihnen geantwortet, dass es eine Frage der Zeit ist, dass Naturheilkunde, Homöopathie und auch Heilpraktikertum einen Riesensprung nach vorne machen, zu einer wirklichen Volksmedizin werden, zu einer wirklich großen und mächtigen Alternative zur herkömmlichen Medizin. Ich hatte immer gedacht, es wird wirklich ein großes Miteinander geben zwischen herkömmlicher Medizin und Naturheilkunde. Und eigentlich schaut die Naturheilkunde, die Homöopathie, auch die esoterische Medizin in eine goldene Zukunft. Ich habe noch vor 15 Jahren für all das wirklich eine goldene Zukunft gesehen, zum Wohle der Menschen. Ich habe ein sehr kollegiales Miteinander gesehen mit herkömmlicher Medizin. Also ich war ein total optimistischer Mensch. In den letzten 15 Jahren ist aber die politische Großwetterlage völlig gekippt und die Angriffe gegen Naturheilkunde, esoterische Medizin oder wie man es überhaupt nennen möchte, alternative Medizin, haben in einem Maße zugenommen, den man irgendwie erstmal rational nicht verstehen kann. Weil man könnte doch denken, kostenmäßig, kausal heilungsorientiert mäßig, müsste doch die Naturheilkunde, diese menschengerechte Medizin, unser gesamtes Gesundheitssystem total entlasten, was es ja auch real tut. Aber im Gegenteil, im Augenblick wird die Homöopathie immer mehr in Frage gestellt, bis hin zu unserem Minister Spahn, wo man ja teilweise nur noch von einem Spahnwahn sprechen kann, Professor Lauterbach, Skeptiker und wie sie alle heißen, die wirklich keinen Moment auslassen, um auf Naturheilkunde, esoterische Medizin etc. einzuprügeln und sie immer wieder in Frage zu stellen. Wenn ich heute gefragt werde, und ich werde dazu oft gefragt, warum ich glaube, dass das so ist, dann glaube ich fest, dass es zwei Gründe hat. Und der eine Grund hat ganz viel mit meinem Optimismus von vor 15 Jahren zu tun. Wir leben, und ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker und ich bin auch überhaupt nicht politisch irgendwie radikalisiert, aber wir leben definitiv in einer spätkapitalistischen, konsum- und gewinnorientierten Gesellschaft. Und gerade die Pharmaindustrie ist eine unserer größten und mächtigsten Industrien, die wir haben. Und diese Entwicklung, die ich vor 15 Jahren prognostiziert habe, die ist tatsächlich in diese Richtung gegangen, aber teilweise mit einer solch kraftvollen Dynamik, dass die Pharmakonzerne und auch die herkömmliche Medizin tatsächlich anfing, Angst um ihre Pfründe zu kriegen und tatsächlich auch der Umsatz an homöopathischen Mitteln so nach oben schnellte, dass auch definitiv weniger Schulmedizin gekauft wurde. Gerade im Bereich der seelisch wirksamen Arzneien hat die Naturheilkunde unbeschreiblich aufgeholt gehabt damals. Und irgendwann gab es einen Punkt, und den kann man so ja festmachen, wo in Anführungsstrichelchen die kapitalistische Pharmaindustrie, wie gesagt hat, bis hierher und nicht weiter, und jetzt rollen wir mal alles auf, um die zu stoppen, um sie zu diskreditieren, um sie einer angeblichen Unwissenschaftlichkeit zu überführen, etc. etc. Und seitdem konzentrieren sich diese Kräfte und versuchen, die Naturheilkunde, die Homöopathie, überhaupt alles, was dieses menschengerechte, demokratische Spektrum an Medizin darstellt, mehr oder minder von der Bildfläche zu verdrängen. Wir können uns dagegen wehren, wir wehren uns auch dagegen, wir machen ganz viel
Aufklärungsarbeit. Es gibt ja auch inzwischen, ob an der Uni Wittenherdecke oder sonst woanders, auch wissenschaftliche Foren, die durchaus Beweise für die Wirksamkeit zum Beispiel der Homöopathie bringen. Und die Quantenphysik, für die ist die Homöopathie sowieso kein Problem. Die Quantenphysik erklärt Homöopathie ganz wunderbar. Aber der Gegner dieser Freiheit, der Gegner dieser Menschen, die rechten Medizin, ist natürlich ein Mächtiger. Auch wenn man natürlich sagen kann, dass an den Nebenwirkungen klassisch medizinischer Medikamente jedes Jahr auch Tausende von Menschen Schaden leiden etc. All das reicht nicht aus, um diese Angriffe auf die Homöopathie und die Naturheilkunde zu stoppen. Und da muss man einfach zusammenstehen, man darf sich nicht in Angst stürzen lassen. Und ich merke das auch auf dem Bereich der Ausbildung, wenn immer wieder erzählt wird, ja, Heilpraktiker werden abgeschafft, das verunsichert natürlich die Menschen, auch wenn es vom Grundgesetz gar nicht geht, diesen Beruf abzuschaffen. Aber wenn man das immer wiederholt, dann kriegen alle die, die wirklich Interesse haben, diesen schönsten Beruf, den es gibt, zu erreichen, zu ergreifen, einfach auch Angst. Und auch da muss man aufklären. Und darum finde ich auch die Arbeit von dir, Andreas, so toll, dass du dein Werk wirklich dieser freiheitlichen Medizin auch immer wieder so selbstlos zur Verfügung stellst. Und dann möchte ich noch auf einen anderen Aspekt hinweisen, der jetzt nicht so viel mit der alltäglichen Wirklichkeit zu tun hat und auch nicht so viel mit der Alltagspolitik. Rudolf Steiner hat in seinen Schriften immer wieder darauf hingewiesen, dass wir als Gesamtmenschheit im Augenblick eine große Chance hätten, einen metamorphosischen Schritt auf eine neue Stufe unserer Menschheitsentwicklung zu steigen, wo wir wirklich, ob jetzt unsere Hellsicht angehend oder überhaupt unser erhöhtes Bewusstsein, wo da wirklich total viel möglich wäre. Das hat er immer wieder erwähnt, und es gibt ein unbeschreiblich gutes Buch von einem seiner Schüler, Bernhard Liebegut, über die Rettung der Seele, ein ganz großartiges Buch, wo Bernhard Liebegut es ganz großartig beschreibt, in welchem Kampf die Menschheit im Augenblick steht, gegen die Kräfte, die im Grunde diesen Entwicklungsschritt verhindern wollen. Rudolf Steiner hat diese Kräfte arimanische genannt. Man könnte sie sagen, Kapitalismus in der geistigen Welt, die Kräfte des Materialismus, die die Freiheit und die Kreativität und die Hellsicht des Menschen verhindern wollen, die Kräfte, die den Menschen inner Materie festhalten und seinen geistigen Aufstieg verhindern wollen. Und diese Kräfte hassen natürlich ganz besonders Delfin-TV und Homöopathie. Warum? Delfin-TV und Homöopathie dient im Grunde der gleichen Richtung. Sie dienen beide einem freiheitlichen, aufgeklärten, der geistigen Welt zugewandten Menschenbild. Und das wollen natürlich diese materialistischen, diese arimanischen Kräfte überhaupt nicht. Rudolf Steiner hat diesen freiheitlichen Kräften die Qualität des Erzengels Michael zugeordnet und spricht hier von den michaelischen Kräften. Für alle Menschen, die sich für diese Idee einer Weltsicht interessieren und die jetzt nicht gleich in die große Philosophie einsteigen wollen, empfehle ich ein wunderbares kleines Büchlein, was so ein bisschen meine persönliche Bibel geworden ist. Von Manfred Küber, Die drei Lichter der kleinen Veronika, wo man könnte fast sagen, auf eine kindliche Art und Weise dieser Weltenkampf wirklich beschrieben wird. Und gerade bei der Impferei wird es so deutlich, die ja gerade auch ganz stark in den Mittelpunkt unseres Interesses gilt, mit Masern, Zwangimpfung etc. Rudolf Steiner hat mal den Hinweis gegeben, dass diese ganze Impferei zu einer Behinderung der spirituellen Entwicklung unserer Menschen, sprich unserer Kinder, führt. Was natürlich auch in diesen Kampf hineinpasst.
Wir hätten die Möglichkeit, uns zu befreien. Wir hätten die Möglichkeit, eine friedliche, soziale, zärtliche Welt zu errichten. Und dann gibt es aber Kräfte, ob alltäglich Pharmaindustrie oder überweltlich Ahriman, die genau das nicht wollen, die den Menschen in dieser Abhängigkeit, in diesem materialistischen, in diesem neidischen, in diesem nicht-solidarischen halten wollen. Aber wir geben nicht auf, wir kämpfen für die Freiheit, wir kämpfen für die Homöopathie und wir kämpfen für Delfin TV. In diesem Sinne.